Seid gegrüßt, Schüler. Ich bin Sarah und werde euch heute den Wunschsatz genauer erklären. Dafür verdeutliche ich als erstes genauer, was ein Wunschsatz ist und gehe später auf jede der vier Formen des Wunschsatzes ein. Diese vier Formen sind Hortativ, Jussiv, Prohibitiv und Optativ. Am Ende fasse ich das Ganze in einer Tabelle für euch zusammen. Jeder Sprecher eines Satzes hat eine Absicht. Diese Absichten werden in unterschiedlichen Satztypen ausgedrückt. Im Hauptsatz unterscheiden wir zwischen Aussage, Begehren, Frage und Befehl. Diese vier Möglichkeiten werden in unterschiedlichen Modi ausgedrückt. Der Modus bezieht sich immer auf das Verb eines Satzes. Im Lateinischen gibt es drei Modi. Der Indikativ wird für die Aussage benutzt. Caelum malum est. Es ist schlechtes Wetter. Der Indikativ erkennt man an est, der dritten Person Singular von esse. Aussagesätze drücken immer die Wirklichkeit. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.